Nach den großen Konzernkriegen im Jahr 3645 nach Christus erstarkte eine neue Waffe, Tornensöldner. Menschliche Drohne, die auf Fernplaneten ausgesetzt und trainiert werden. Du spielst einen dieser Trolls, ein Mensch-Alien-Hybrid. Versehen mit besonderen Mutationen musst du dir deinen Platz auf dem Planeten erkämpfen, bis du genug gelernt hast, um auf der großen Bühne der Welt eingesetzt zu werden. Dein Eigentümer wartet nur darauf, dass du ausgewachsen bist. Hi und damit herzlich willkommen zu Furious Let's Plays mit Biz. Und ich begrüße euch heute zu meinem allerersten PC-Spiel, auch in etwas ungewohnter Atmosphäre heute. Ich bin hier in unserem Wohnzimmer und bin hier mit meinem kleinen mobilen Studio gerade hier am Werkeln. Und möchte euch gerne Metatron vorstellen, ein PvP-Survival-Spiel aus der Kasseler, also eine deutsche Indie-Entwicklerschmiede, und zwar mit dem Namen Tubby Kit. Ein recht cooler Verein. Wir durften die Closed Beta hier mitspielen mit ein paar anderen Twittern, YouTubern und Twitchern zusammen. Und wir hatten sehr viel Spaß dabei und wurden super betreut. Deswegen ein großes Lob hier auch wieder mal an die Entwickler. Hat Spaß gemacht, bisher immer euer Spiel zu spielen, und ihr macht einen guten Job. Macht weiter so. Das wird was. Beginnen wir mit der Charakterauswahl. Und zwar, ihr habt drei Möglichkeiten, und zwar einen Speedy, einen Damage Dealer und einen Tank zu spielen. Einer dieser Charaktergruppen könnt ihr wählen, und ihr könnt pro Server maximal genau einen Charakter spielen. Das heißt, wenn ihr den Charakter wechseln wollt, müsst ihr den alten Charakter aufgeben. Also alle erreichten Spielstände, was das Level angeht und so weiter, müsst ihr dann damit quasi aufgeben. Ihr könnt eure erbauten Dinge im Spiel natürlich weiter mit dem anderen Charakter nutzen. Das geht, wenn ihr das ordentlich plant und timet, geht das. Aber der Erfolg mit dem ersten Charakter ist erstmal weg. So, wir beginnen mit dem Speedy. Es gibt immer den Charakter in männlicher und weiblicher Ausführung. Hier den Joe und die Lily. Dann gibt es den Damage Dealer mit Gunnar und Zuma. Und es gibt den Tank mit Juan und Eddie. Für den Start würde ich euch empfehlen, wählt einen der Damage Dealer. Ihr habt damit einfach mehr Spaß. Ihr könnt NPC schneller umhauen. Ihr könnt schneller Gegenstände aus... Also ihr könnt schneller farmen im Endeffekt. Ihr seid zwar nicht schneller von A nach B unterwegs, aber wenn es ums Farmen geht, seid ihr einfach, weil ihr kräftiger seid, haut ihr mehr Holz, mehr Steine, mehr Erze aus dem Boden raus. Bringt einfach mehr Spaß, würde ich sagen. Ist so die Stufe leicht für dieses Spiel. Die Stufe mittel, würde ich behaupten, ist der Tank. Und Stufe schwer, könnte man dann sagen, ist der Speedy. Vom Damage-Dealer her mag ich gerne die Zuma, und mit der starten wir jetzt mal ein. Am Anfang habt ihr einen kleinen Ladescreen, den Login-Screen sozusagen. Dauert bei mir leider ein bisschen länger, deswegen quatsche ich jetzt hier so ein wenig. Ich habe eine scheiß Internetverbindung, deswegen, es tut mir leid. Auch der Ping ist nicht relativ gut bei mir, aber fürs Erklären und Zeigen, das funktioniert dann schon. Das Ganze wird hier übrigens ein Tutorial, habt ihr bestimmt auch schon in der Videobeschreibung gesehen. Und heute starten wir erstmal mit so den Grundsätzen. Wie logge ich mich ins Spiel ein? Wie arbeite ich im Spiel und so weiter? Was kann ich alles machen? Und die Details später bauen, craften, erforschen und so weiter. Das machen wir dann alles in Ruhe. Charakterentwicklung und so. Wenn ihr das erste Mal spawnt auf der Karte, könnt ihr euch aussuchen, wo ihr spawnen wollt. Es gibt Küstengebiete hier im Mystic Valley. Es gibt gebirgige Landschaften. Das ist hier der braune Bereich. Hier ist übrigens der höchste Punkt im Spiel, hier oben. Es gibt Waldgebiete. Ihr braucht keinen Spawnpunkt, würde ich euch auch nicht empfehlen, irgendwo in der Nähe von Wasser, da ihr keinen Wasservorrat anlegen müsst oder euch Wasser suchen müsst, sondern euren Flüssigkeitshaushalt könnt ihr im Moment mit Beeren wieder füllen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt in der Nähe von Wasser spawnen und dort eure Basis aufbauen. Ihr könnt egal wo auf der Karte spawnen, das macht keinen Unterschied. Ich entscheide mich für den Anfang hier oben. Hier gibt es ein paar NPCs, hier gibt es ein paar Tiere und genug Bäume und Sträucher, um euch das Tutorial mal zeigen zu können. So, starten wir oben ein. Und ich lande im Wasser. Okay, mit M standardmäßig belegt könnt ihr euch die Karte aufrufen. Wenn ihr M gedrückt haltet, könnt ihr euch auch
während die Karte offen ist, bewegen. Ihr wundert euch jetzt, warum ich mich nicht beeile. Wasser hat keine Clipping-Abfrage. Sogar Fackeln funktionieren unter Wasser. Aber das wird sich vielleicht noch im Laufe der Zeit des Spiels ändern. Deswegen laufen wir jetzt erstmal aus dem Wasser raus und fangen dann mit dem Spielen an. Clipping-Abfrage auch für euch wichtig, wenn ihr aus großer Höhe ins Wasser fallt, fallt ihr bis zum Grund durch und wenn die Höhe ausreicht, bekommt ihr durch den Fallschaden ausreichend Schaden und könnt sogar sterben. Nur so als Tipp. So, okay, mal kurz umgucken. Machen wir das hier mal ganz kurz zuerst. Ihr habt für euren Charakter einen Tron-Modus, einen Mutanten-Modus, den ihr mit der Taste Q aktivieren könnt. Und das empfehle ich euch auch, wenn es zu Kämpfen kommt, aktiviert mit der Taste Q den Modus und das hier zu einer der NPCs. Und schaut, dass ihr Headshots landet. Dann gehen die relativ schnell down. Dann habt ihr das geringste Problem. Mit der mittleren Maustaste könnt ihr übrigens looten. Also euch die Charaktere hier oder auch Gegenstände, Kisten, Türen öffnen. Sozusagen. Und könnt dann Ausrüstung euch besorgen. Hier jetzt eine Brille mit 1% Armor. 100% kann man maximal erreichen. Hier haben wir auch noch eine schicke Hose. Und das hier ist dann später zum Skillen. Ich nehme das jetzt mal noch nicht mit, das werden wir jetzt nicht brauchen. Wenn ihr Sachen wegwerft, kommen so kleine Kästelchen hier raus und die könnt ihr euch dann wieder mit der mittleren Maustaste aufsammeln. Die landet wieder in eurem Inventory. Aber ich brauche die jetzt nicht. Jetzt brauchen wir erstmal was anderes. Und zwar zur Taskleiste unten oder zur Inventarleiste unten. Ihr habt links unten den Flüssigkeitshaushalt und den Nahrungshaushalt. Die nehmen beide gleichzeitig ab. Stetig. Also egal ob ihr rennt, egal ob ihr steht, egal ob ihr in der Sonne seid, ihr habt immer den gleichen Flüssigkeits- und Nahrungsverlust quasi und könnt ihn ausgleichen, indem ihr euch zum Beispiel Beeren sucht. Beeren wachsen nicht Bären, ne, sondern Beeren an Sträuchern. Hier haben wir auch schon so ein kleines NPC-Tierchen. Beeren sehen so aus, das sind so diese Sträucher hier mit diesen roten Bärchen drauf. Die geben euch primär erstmal Flüssigkeit zurück. Auch ein bisschen Nahrung und sind für den Anfang ein guter Start, wenn ihr nicht hungern wollt. Denn sobald ihr euer Leben und eure Flüssigkeit aufgebraucht habt, nimmt rechts unten, seht ihr das, mit diesem roten Kreuz, euer Leben ab und irgendwann sterbt ihr am Hunger bzw. eben am Schaden, den ihr durch den Hunger erlitten habt. So, hier haben wir auch eine Straße. Dafür doch ein Haus hin, da hat schon mal jemand was gebaut hier auf dem Server. So, das NPC-Tierchen hole ich mir auch schnell. Auch am besten immer von vorne angreifen, Mutantenmodus aktivieren und dann so schnell wie möglich auf den Kopf schlagen. Dann habt ihr das Ding relativ leicht erledigt und könnt es dann auch noch looten. So, kommt auch noch ein bisschen Bären und Fleisch. Der Sound ist der Level-Up-Sound. Ihr seht rechts unten, sind wir gerade von Level 0 auf Level 1 gestiegen. Und diese Level-Punkte könnt ihr danach auch später verteilen auf eure Fähigkeiten. Dazu kommen wir dann im nächsten Tutorial. So, okay, hier hat jemand die Straße mal schick verbaut. Kann man so nicht kaputt machen. Ihr habt zwar eine Axt, ihr seht das ja links unten. Ne? Ich sammle jetzt erstmal noch so ein paar Bären ein. Mit der Axt könnt ihr leider gegnerische Gegenstände nicht vernichten. Da braucht es TNT, also C4, was ihr euch mit einem Airdrop besorgen könnt. Kommt mal alles so rein nach. Mit jedem Tutorial lernt ihr mehr dazu. Ihr könnt auf die Axt wechseln und draufhauen, aber das bringt leider nichts. Da könnt ihr lange draufhauen, da passiert nichts. So, hoppala, vertippt. So. hier haben wir noch ein Tierchen. Gut, ich nutze das vielleicht mal ein bisschen aus, weil dann haben wir auch genug Nahrung für den Charakter. Nicht wundern, dass die so schnell down gehen. Also mit dem Speedy hättet ihr deutlich mehr zu tun an den Viechern und würdet auch deutlich mehr Schaden kassieren. Deswegen nehmt euch ruhig den Damage-Dealer für den Anfang. Laufen zwar dann wahrscheinlich jetzt eine Menge mehr Damage-Dealer in Zukunft rum, aber na, was soll's. Die Balance ist nun mal so hier in dem Spiel. So. Was haben wir jetzt gesammelt? Wir haben jetzt erstmal Beeren gesammelt und wir haben ein bisschen Fleisch im Inventar. Und damit wir nicht verhungern und verdursten tun wir jetzt erstmal schon mal garantiert nicht, denn die Beeren geben uns, ihr seht es, wenn ihr sie esst, genug Flüssigkeit zurück, aber wenig Nahrung.
Ihr könntet theoretisch auch noch die Bäume abhacken, die euch dann Holz geben und zusätzlich Äpfel, kommen auch gleich noch dazu. Ich möchte jetzt erstmal das Fleisch braten. Dazu brauche ich erstmal ein bisschen Stein. Ich glaube, so 15 bis 20 sollten erstmal reichen. So. Seht ihr, pro Schlag bekommt ihr ein Item. Steine stacken bis zu, oh, lass mich lügen, 1000. Also könnt ihr lange auf den Stein einklopfen. Die gehen auch nicht so schnell kaputt. So, Steinhammer. Dann holen wir uns mal ein bisschen Holz. Da hole ich mir jetzt auch mal so 10, 15 Holzplanken. Ah, noch keinen Apfel bekommen. Aber gleich wahrscheinlich. So. Ah, einen Apfel haben wir schon mal, seht ihr. Äpfel übrigens. Und jetzt guckt mal ganz genau unten in die Flüssigkeits- und Nahrungsmittelanzeige rein. Ich nehme mal einen Apfel zu mir. Da passiert fast gar nichts. Also Äpfel sind eigentlich in meinen Augen useless, also unnötiger Platzverbrauch. Ihr könnt, wenn ihr mal 100 zusammengesammelt habt, durchs Holz farmen oder so, könnt ihr mal in Massen welche zu euch nehmen und dann bringt schon was, aber bis ihr mal voll seid, glaube ich, habt ihr locker so 50, 60 Äpfel geschluckt. Ihr seht ja, die Dropchance bei Äpfel ist relativ gering. Deswegen, Äpfel im Inventory braucht es eigentlich nicht. Ihr könnt die Sträucher übrigens mit den nackten Händen abfarmen. Oder auch mit der Axt. Das ging in der Close Beta noch nicht. Mittlerweile geht's. Für den Anfang ganz praktisch, weil ihr da nicht ständig wechseln müsst. Also ihr könnt Holz klopfen. Und ihr könnt Beeren abfarmen in einem Zug. Auch Stein und so weiter. Ne? Müsst nicht immer die Hand wechseln. Da hat sich übrigens bewährt, standardmäßige Belegung ist die Taste 0. Ich habe es hier auf der Taste F. Wenn ich Bare Hands haben möchte, dann geht das relativ fix. So, hier ist doch rechts mal schick, weil ich möchte nämlich gerne auch, dass mir nicht die Nahrung ausgeht. Und deswegen holen wir uns unsere Workbench. Das ist hier unten im Inventory, diese Werkbank. Mit Rechtsklick könnt ihr die Sachen auch drehen, damit sie... Oder wenn ihr gedrückt haltet, drehen sie sich. Also wenn ihr die rechte Maustaste gedrückt haltet, könnt ihr sie auch individuell drehen. Ansonsten habt ihr immer zum Nord, Süd, Ost, West quasi immer so Viertelkreisbewegungen, beziehungsweise Achtelkreisbewegungen. So, wir bauen die Bank erstmal so auf. Wenn sie rot ist, könnt ihr sie nicht bauen. Oder Gegenstände, die rot erscheinen, könnt ihr nicht aufbauen. Blau funktioniert. Und mit der mittleren Maustaste könnt ihr interagieren. Ihr seht, Use und Demolish. Innerhalb von 5 Minuten könnt ihr gebaute Gegenstände wieder einsammeln. Machen wir das mal. Und sie landen wieder in eurem Inventory. Also Demolish heißt nicht zerstören, sondern eher abbauen. So, oder zurückholen, könnte man auch sagen. Müsste man vielleicht auch mal nochmal die Wortwahl anpassen. Tabby Kids, ne? Demolish. Macht eher einen falschen Eindruck. So, mit Use kommt ihr ins Building Inventory. Ihr seht, was ihr dabei habt. Und ihr seht, was ihr bauen könnt. Unterschiedliche Kategorien. Und ich möchte jetzt als allererstes mal das Campfire bauen. Ihr braucht 5 Holzplanken und 15 Steine dafür. Und mit einem Doppelklick landet das Ding unten. Die Workbench nehme ich mir wieder mit. Brauche ich jetzt noch nicht. So, und mit der Taste 3, jetzt bei mir in der Belegung natürlich, könnt ihr euer Campfire aufbauen. Und ähnlich wie die Workbench mit dem mittleren Mausklick könnt ihr das Feuer entfachen. Da tut sich jetzt noch nichts. Und mit Open könnt ihr das Lagerfeuer öffnen quasi. Und könnt hier jetzt euer Holz reinlegen, beziehungsweise euer rohes Fleisch. Mit einem Rechtsklick könnt ihr die Gegenstände aufsplitten oder euch so 10 nehmen oder 100 auch, wenn ihr genug habt. So, hier oben kommt das Fleisch rein. Und dann das Holz. So. Und mit Light entfachen wir das Lagerfeuer. Hui, es wird schön warm und angenehm. Und im Hintergrund geht schon die Sonne unter. Was mir sehr gut gefällt am Metatron ist auch die Lichtstimmung immer, morgens und abends. So, und jetzt gucken wir mal rein, was sich so tut. Na, ihr seht, es nimmt bei Fleisch und Holz zu gleichen Teilen ab. Und hier landet euer gekochtes Fleisch. Was ihr euch dann nehmen könnt, übrigens mit Shift und linker Maustaste, steht auch in unten, ne? Hold Shift and click on a slot to do a quick transfer. Mit linker Maustaste und Shift hole ich mir alles, was drin ist, direkt in meine Taskleiste runter, also in meine Inventory-Leiste.
So. Warten wir das noch ganz kurz ab. Es geht relativ fix. Das Holz brennt übrigens weiterhin ab. Das heißt, wenn ihr noch mehr Holz übrig habt, aber nichts mehr zum Kochen, wird das Feuer weiter brennen. Spendet Licht, ja, klar. Also ihr könnt das Licht nutzen, wenn es dunkel wird, ne, um euch so ein bisschen in der Gegend um das Feuer herum Holz abzuhacken oder umzuschauen oder so. Ne. Aber ihr verschwendet auch euer Holz, das ihr teuer erfarmt habt. Deswegen, sobald das Fleisch aufgebraucht ist oder gekocht ist, nehmt die übrigen Holzplanken zurück. Dann geht das Feuer auch automatisch aus. Und ihr habt eure Ruhe. So, jetzt wird schon relativ finster. Und jetzt, wie schon gesagt, jetzt guckt mal nach unten links wieder. Ich nehme jetzt mal Fleisch zu mir. Und ihr seht, geht dann deutlich schneller nach oben. Und mit dem Rest, mit den Beeren, fülle ich dann meine Flüssigkeits- und Nahrungsmittelanzeige wieder auf. Und bin zufrieden. Das Lagerfeuer nehme ich mir wieder mit. Und damit habt ihr erstmal euer Überleben gesichert. Und ich wünsche euch erstmal damit erstmal viel Spaß. Ich hoffe, das kleine Tutorial hat euch für den Anfang gefallen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und dann geht's zum Bauen. Also zum Häuser bauen, Truhen bauen, Kisten bauen, Türen bauen und sowas. Zeige ich euch dann mal alles in Ruhe. Alles klar. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.